So, heute geht es ja um das Projekt Demian, das Sie auch heute vorstellen werden auf der Tagung. Im Projekt Demian geht es darum, positiv bedeutsame Alltagssituationen zu definieren und zu fördern. Können Sie dafür vorab mal ein Beispiel nennen? Zunächst mal, es geht nicht ums Definieren, sondern es geht darum, sozusagen diese Situationen zu finden, aufzuspüren. Also solche Situationen, positive Alltagssituationen, wo ich beobachte, dass sich ein Mensch mit Demenz freut, Wohlbefinden erlebt, sich entspannen kann oder positiv angeregt wird. Solche Situationen geben mir einen Hinweis auf Dinge in dieser Situation, worin dieser Mensch sich angesprochen fühlt. Beispiel, ich erlebe, eine ältere Dame reagiert mit Freude, wenn ich sie auf ihre Tochter anspreche. Was werde ich tun, wenn ich das also bewusst registriere? Ich werde das speichern als eine Information, dass ich das Gespräch zukünftig wieder darauf bringen werde, dass ich vielleicht Erkundigungen einziehe. Wie ist das mit der Tochter? Vielleicht erfahre ich dann, die Tochter lebt in Amerika. Ist das ein Konzept? Was ist Demian genau? Demian ist ein Konzept, was, also es ist zunächst mal einfach ein Ansatz gewesen, den wir überprüft haben, empirisch in zwei Forschungsabschnitten. Es ging darum, einfach positive Situationen zu finden und daraus Interventionen abzuleiten. Das haben wir in dem ersten Ansatz geprüft. Es hat funktioniert, es war möglich und man konnte auch sozusagen immer wieder Wohlbefinden und Freude für die Menschen damit schaffen in der Situation. Dann haben wir das Ganze sozusagen pflegetheoretisch fundiert in der Biografiearbeit, im Care-Konzept, in der Gefühlsarbeit, um da sozusagen eine Basis zu haben und auch anthropologisch in der sozusagen sinnzentrierten Psychologie. Und dann haben wir das Ganze eben aber nochmal auf den Pflegeprozess hin konzipiert. Das heißt, wir haben im Prinzip kein neues Tool, wir nutzen den Pflegeprozess, sondern wir versuchen sozusagen Einrichtungen darin zu unterstützen, ihren Pflegeprozess systematisch so auszurichten, dass solche Situationen darin einen festen Platz haben. In der späteren Demenz, wenn man es jetzt speziell mit Demenzbetroffenen zu tun hat, da trifft man ja oft auch so stereotype Verhaltensweisen an, sage ich jetzt mal, oder Handlungen, die immer wieder ablaufen. Ja? Wie würden Sie das beschreiben? Das Demian-Konzept hat keinen im engeren Sinne rehabilitativen Anspruch. Es geht einfach darum, die Potenziale, die ein Mensch hat, in seiner jetzigen Situation Sinn zu erleben, sich zu freuen, Wohlbefinden zu erfahren, solche Potenziale zu nutzen. Also positive Erlebnisse zu schaffen letztendlich. Genau, und darin aber auch wirklich Lebenssinn zu erfahren. Also es war keiner dabei, wo wir nichts gefunden hätten, wo man da hätte ansetzen können. Und wir haben sozusagen systematisch Menschen in allen Demenzstadien einbezogen. Das heißt, also momentan nach dem bisherigen Erkenntnisstand würde ich sagen, die Grenzen des Demian-Konzepts liegen jetzt nicht bei der Demenz. Die Grenzen liegen und die gibt es durchaus, allerdings sehr häufig in der Organisation. Also Voraussetzungen, dass es funktioniert, sind beispielsweise, dass man natürlich ernsthaft am Pflegeprozess arbeitet. Also das ist kein Konzept, wo ich sagen kann, ich setze da mal was oben drauf, so als kleine Zugabe. Das sollen die Pflegenden dann auch noch nebenher machen, damit ich was zu dokumentieren habe oder wie auch immer. Es braucht absolut auch ganz deutlich von Leitungsseite getragen ein ernsthaftes Interesse, die Arbeit auf Lebensqualität, also individuelle Lebensqualität und Wohlbefinden, Lebenssinn auszurichten. Und wie mache ich positive Angebote für solche Menschen, die alles und jeden zurückweisen? Also das sind ja zuweilen schwierige Verhaltensweisen, die man da so antrifft. Was kann man da unternehmen? Also das Demian-Konzept ist kein Konzept, was für sich beansprucht, alle Aspekte der Pflege abzudecken. Ich plädiere für eine wirklich bedarfsbezogene Integration von unterschiedlichen Konzepten. Nach dem Demian-Konzept sind Menschen grundsätzlich oder haben Menschen grundsätzlich das Bedürfnis, Sinn zu erfahren und auch Freude im Alltag zu erleben. Wenn das auftritt, was Sie ansprechen, herausfordernde Verhaltensweisen, dann muss man anders vorgehen. Man muss gucken, was ist denn die Ursache dafür. Und dafür gibt es ein wunderbares Konzept, einen Ansatz, die verstehende Diagnostik, die ja hier auch in Witten weiterentwickelt und beforscht wird sozusagen. Und das ist, finde ich, an so einem Punkt dann ganz wichtig, nochmal anders dran zu gehen und zu gucken, was hindert diesen Menschen jetzt daran, das Angebot anzunehmen.
Abschließende Frage jetzt mal auf Demenz bezogen. Sie sagt, im Grunde genommen ist das nicht die Grenze, die Demenz. Aber haben Sie da jetzt mal Beispiele für, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also auf eine systematischeren Art, ja? Also ich würde dann, ist jetzt etwas überspitzt formuliert, bewusst von mir, ich würde es dann erstmal mit Musik ausprobieren. Wenn Musik nicht funktioniert, dann würde ich was anderes ausprobieren. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie komme ich an die Informationen über das, was der Person wichtig ist und was überhaupt positiv bedeutsam ist? Da ist die Beobachtung eine ganz entscheidende. Also es gibt zwei Ebenen. Einmal die Beobachtung, die die Pflegenden im Alltag machen, und das gezielte Erfassen auch dessen, was früher wichtig war und woraus ich einen Schluss drüber ziehen könnte, was jetzt wichtig ist. Biografiearbeit ist ein Teil von dem hier und auch das entsprechende Assessment. Allerdings geht immer, der Fokus liegt auf dem Jetzt und er liegt auf dem, was für die Person bedeutsam ist. Irgendwelche äußeren Daten, Fakten sind im Demian-Konzept nicht im Fokus, sondern was ist für die Person von dem auch, was sie früher erlebt hat, jetzt bedeutsam. Personenzentriert. Es ist ein personenzentriertes Konzept, ganz klar. Also es gibt ja verschiedene Konzepte, die man wirklich eindeutig dem personenzentrierten Ansatz zuordnen kann. Und da kann man sagen, Demian ist eins davon. Frau Bär, ich bedanke mich für Ihre Antwort. Gerne. Ja.